Hallo, hier ist Ihre Emma Stapel und ich melde mich heute vom zweiten Verhandlungstag aus Karlsruhe. Nachdem gestern die formellen Fragen geklärt wurden, ging es heute in die inhaltliche Auseinandersetzung. Wir haben für Sie dazu den zweiten Prozessbevollmächtigten der NPD sowie den DS-Chefredakteur befragt. Herr Andrejewski, die Antragstellerin hat ziemlich deutlich geäußert, dass sie die NPD auch dann verbieten möchte, wenn sie überhaupt nichts Verbotenes tut, weil sie ein falsches Programm hat oder zu wenig Staatstreue zeigt. Wie werten Sie denn die Motivation des Bundesrates? Ja, Antragsgegner und Bundesrat sind sehr abstrakte Begriffe. In Wirklichkeit sind das die Parteien, die dahinter stehen. Das sind ja nur Vehikel. Diese Parteien haben das politische Ziel, uns zu vernichten. Und zwar aus nicht besonders intelligenten Gründen. Die SPD ist in dem Dilemma, dass sie von anderen linken Konkurrenzparteien in die Enge gedrückt wird. Und sie versucht sich nun zu profilieren als die große NPD-Verbieterpartei. Das ist deren Hauptmotivation. Plus Hass. Also einige hassen uns richtig von denen. Und dann kam 2011 der hysterische Anfall wegen der NSU. Als NSU offenkundig wurde, war die Instinktreaktion sofort NPD verbieten. Da haben sich reingestürzt wie so ein Kind ins Wasser, das nicht schwimmen kann. Und dann haben sie erstmal sich umgesehen und festgestellt, eigentlich gibt es da gar keine Grundlage. Jetzt sind sie aber schon mal drin. Jetzt sind da 16 rechthaberische Innenminister darin verbunden und verwickelt. Und die wollen jetzt nicht mehr zurück. Die sehen nur noch ihr Prestige auf dem Spiel und die wollen das einfach unbedingt durchziehen und meinen, sie können das durch Masse schaffen. Sie müssen es unbedingt machen, selbst wenn es nicht die geringsten rechtlichen Grundlagen gäbe, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren, wie man in China so schön sagt. Das ist deren einzige Motivation. Also die Fokussierung auf das NPD-Parteiprogramm zum Beispiel ist ein ganz klares Indiz für das Fehlen von klaren Beweisen. Es ist ein Indiz für das Fehlen von Beweisen, weil man sich auf Textinterpretation beschränkt. Man nimmt das NPD-Parteiprogramm und interpretiert es. Und jeder weiß aus der Schule, bei einer Interpretation von dem Gedicht kann alles bei rauskommen. Ich kann die Bibel nehmen, hole die härtesten Stellen raus und beweise, die Christen sind blutrünstige Gewalttäter. Ich kann den Koran genauso behandeln und ich kann das NPD-Programm auch so verdrehen und so Zitate aus dem Zusammenhang reißen, dass da ein schlechtes Bild entsteht. Aber das ist alles, was sie haben. Nur die Möglichkeit, willkürlich Texte zu interpretieren und zurechtzubiegen. Aber sonst haben sie nichts. Sie haben nichts auf der Tatsachenebene. Nicht den geringsten Beweis. Herr Schreiber, wir haben heute Nachmittag die Einlassung von verschiedenen sogenannten sachverständigen Personen gehört. Was haben die eigentlich gesagt? Welche Rolle spielt das im Verbotsverfahren und wie beurteilen Sie das? Ja, also die Einlassung der sogenannten Sachverständigen, die vom Gericht angehört wurden, da ging es im Wesentlichen zunächst einmal um den Maßstab, der angelegt wird bei der Beurteilung der Partei und der Frage, ab wann es sozusagen zu einem Verbot kommen kann. Es wurde eben insbesondere von Seiten des Antragstellers ja versucht, einen neuen Begriff einzuführen, der quasi über den Tatbestandsmerkmalen des Artikels 21 Absatz 2 Grundgesetz steht, und zwar den der Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. Ganz offensichtlich wollte der Bundesrat also damit, also die Antragsteller, vermeiden, direkt unter die eigentlichen dort genannten Tatbestandsmerkmale zu subsumieren. Das heißt, man wollte sich der Mühe quasi nicht unterziehen oder konnte es nicht, tatsächlich nachzuweisen, dass die NPD in aggressiv kämpferischer Art und Weise ihr Programm oder ihre Weltanschauung vertritt. Genau das wäre aber nach dem Wortlaut des Grundgesetzes eine zwingende Voraussetzung dafür, dass die Partei verboten werden kann. Und da hat man es sich, wie gesagt, sehr einfach gemacht, indem man behauptet hat, schon die Tatsache, die behauptete Tatsache, dass die NPD wesensverwandt sei mit dem historischen Nationalsozialismus, würde gewissermaßen ausreichen, um diese Anforderungen zu erfüllen. Und ganz offensichtlich ist es so, und das kann man auch aus den Nachfragen, die also die Verfassungsrichter an die Sachverständigen gerichtet haben, herauslesen, dass das offenbar nicht ausreicht. Und auch die anderen vorgetragenen Sachverhalte, mit denen also bezeugt werden sollte, dass die NPD durch ihr Wirken
sozusagen die verfassungsmäßige Ordnung oder die Demokratie einschränkt, indem sie Angsträume schafft und Ähnliches, also für den politischen Gegner oder die Demokratie einschränkt gewissermaßen. Auch diese Behauptung konnte nicht substantiiert belegt werden von den hinzugezogenen Sachverständigen. Es hat auch etliche Unsauberkeiten natürlich gegeben im Vortrag. Bezeichnend war beispielsweise, dass der Sachverständige Keilitz aus einem Aktionsprogramm zitiert hat, das seine Behauptungen belegen sollte. Und erst durch Nachfrage eines Richters stellte sich dann heraus, dass die dort zum Teil zitierten, zum Teil aber auch von ihm relativ frei interpretierten Aussagen, also praktisch aus einem Programm stammen, das vor dem Zeitraum liegt, der für das aktuelle Verbotsverfahren überhaupt relevant ist. Also da musste der Richter nachfragen und war dann auch sichtlich verärgert, dass ihm das praktisch erst auf Nachfrage mitgeteilt wurde. Und was dann auch noch in besonderem Maße dann für uns, die Antragsgegnerin, also wir, die wir uns verteidigen gegen diesen Vorwurf, sprach, war der Umstand, dass also die Befragung etlicher Sachverständige, etwa von Herrn Professor Borstel, der das eine Gutachten angefertigt hatte, tatsächlich den Eindruck hervorrief, teilweise auch bei den Richtern selbst, als seien das praktisch nicht die Gutachten oder die Sachverständigen des Antragstellers gewesen, der uns verbieten will, sondern als hätten wir das Gutachten bestellt, weil eben etliche eher entlastende Aussagen dort getroffen werden konnten. Wie ist der zweite Verhandlungstag jetzt insgesamt zu würdigen aus Sicht der NPD? Er begann zunächst einmal in gewisser Weise enttäuschend, weil das Bundesverfassungsgericht über die von uns vorgetragenen Verfahrenshindernisse hinweggegangen ist, sehr schnell hinweggegangen ist, letztlich ohne große weitere Würdigung der von uns vorgetragenen Argumente im Hinblick auf die V-Mann-Frage etc. Also ähnlich schnell drüber hinweggegangen ist wie gestern über unsere Befangenheitsanträge. Aber alles, was sich danach sozusagen abspielte, als es um die eigentlichen inhaltlichen Fragen ging, das schien sehr positiv für uns zu laufen, sodass man eigentlich ein sehr positives Fazit jetzt erstmal dieses zweiten Verhandlungstages ziehen kann. Dankeschön. Bitte.